Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie. Wir machen sofort weiter mit Replay Nummer 3 des heutigen Replay Wednesdays. Es ist Woodrose, ein Diamond-Spieler von United Gaming, gegen einen Platin-Terraner von, keine Ahnung. TVZ, Junge, ist das geil. Und jetzt geht's los, hier auf Orbitalwerft. Nur noch ein Stückchen trinken. Was ich auch gerne mache, dass wenn ich so Jim Beam Cola trinke, dass ich das dann so einatme dabei. Dann hat man das Aroma schön in... Weißt du, wie ich meine? Wenn man es nicht einfach nur wegsäuft, sondern wenn man es so einatmet. Den leckeren Dampf. Triple-Extraktor-Trick, das ist der neue Hit von Woodrose in der Platin gegen Diamond League. Das ist eine wunderschöne Geschichte. Heute spielt Gladbach gegen Sevilla in der Champions League und die müssen gewinnen, um weiter international zu bleiben. Reicht ein Sieg für Platz 2 oder heißt ein Sieg bloß Platz 3 und damit Europa League? Weiß das einer von euch zufällig gerade hier im Chat? Weil das würde ich gern wissen. Denn, ich meine, Europa League wäre für Gladbach auch schon toll, ja, aber in der Champions League Viertelfinale, dann ist es ja, glaube ich, egal, wer da kommt, auch wenn die gegen Tel Aviv spielen oder so. Die sind ja gerade da, also. Nur Euroleague maximal, sagt Kirk Jason, okay. Aber es wäre ja schon super für Dings, für Gladbach. Aber ein Sieg gegen Sevilla, genauso wie Leverkusen, ne? Sie müssen nur gegen Barca gewinnen, das nächste Spiel. Und hoffen, dass die anderen nicht gewinnen. Dann bleiben sie auch drin. Barca auswärts. Oder Barca zu Hause, ist eigentlich egal. Aber selbst wenn da Barca, die sind ja durch. Die haben ja 6-1 gestern gewonnen gegen hier, Rom. Gegen die hat ja Leverkusen, glaube ich, hier zu Hause 4-4. Und dann auswärts war es ja auch irgendwie so ein 3-5. Oder irgendwie so ein, auf jeden Fall mit vielen Toren. Ja, der erste Reaper geht los, Exe ist gleich fertig, Factory ist auch gleich durch auf der Seite vom Zerg, Queen Nummer 1, Queen Nummer 2 im Bau, beziehungsweise hier, also er will 4 Queens. Ja, und jetzt kommt der Reaper gleich, vielleicht. Ja, gestern, hier habe ich gedacht, mal schön Fußball gucken, Piräus gegen die Bayern. 3-0 nach 20 Minuten, da kannst du schon ausschalten. Ich habe dann nebenbei noch Fallout gespielt. Ohne Aufnahme, ich habe einfach nur Siedlungen ausgebaut. Ja, das ist gut. Gegen die Hedge musst du schießen, das hilft am meisten. Und Micro sowieso nicht. Das ist geil gemacht von Jason hier. Was ist da los? Ich bin Terra, ich bleib stehen, denkt er sich. Natürlich. So, Starport. Und jetzt gibt es erstmal hier nichts. Ja, eBay ist auch da. CC ausgeklappt. Jetzt geht's los. Ein bisschen, also da hat er bestimmt 10, 15 Sekunden verschenkt. Dafür hat Stim gleich angeschaltet und auf der anderen Seite gibt es weiteres Gas. Beziehungsweise überhaupt erstmal Gas. Und hier gibt's auch nochmal Gas. Gibt's noch einen von den 20 Zuschauern oder die jetzt auf YouTube sind, die das auch so machen? Stärke von Macchia. Einheitenkontrolle. Dritte Base. SUV, Stim, Overlord, Drohne, Hedge. Ja. Auch schon Spore, Crawler gegen hier Mine, Benji. Baraken ist klar, weil er ja eh schon Stim on the way hat. On the way! Ja, ich finde es aber gut, dass wir trotzdem, oder trotz der Tatsache und so.
früher am Stream sind. Statt 17 Uhr ist ja jetzt schon, ah, ich quengel mich durch, denkt sich das Helion und das nächste auch. Und schießen tun wir aber nicht, wir fahren immer noch mal im Kreis und dann noch mal durch. Nein, klappt immer noch nicht, schade. Hier hinten aber dafür so ein bisschen. Das war wieder Einheitenkontrolle Deluxe. Ja, warum heute um 15.30 Uhr schon Replemente statt wie sonst um 17 Uhr? Weil ich, wie gesagt, noch Fallout spielen will, bevor Fußball anfängt. Und ich wollte den Replemente der heute nicht wieder ausfallen lassen. Länger war er früher angefangen. Ja, hier, ein Helion. Der Schaden ist geil gewesen hier. Zwei Worker mit vier Helions. Aber er hat ja noch Stim. Das ist ja noch seine Hoffnung. Was jetzt fertig ist. Drin ist die C, alles klar. Der Zerg ist aber auch nicht gerade hier, also mit Speed kommt er jetzt hier an, 1-1, unsere Welt T2 unterwegs, Rotspuder hat er auch, Overlords ganz nett verteilt hier, um da Drops frühzeitig zu sehen. So. Weltenbummler, warum streame ich nicht mehr so oft? Ich streame jede Woche mindestens zweimal, meistens sogar mehr. Das finde ich jetzt ist nicht so wenig für einen, der Vollzeit arbeitet. Ich bin ja nicht so wie Nomi, der alte... War jetzt kein Flame, ja. Aber er macht ja sonst nichts anderes. Der alte Wemser-Junge. So, drittes CC wird jetzt doch da unten gebaut, statt da oben. Und der Zerg hat auch eine Menge Kohlen. Und jetzt wird hier gerade irgendwie ein Overlord weggestimmt. Wie sieht es eigentlich aus, Worker-technisch? Ja, 15 vorne. Rotches Overlords in der Making, yeah. Ja, wie gesagt, deswegen ist das heute ein bisschen früher und das finde ich, du arbeitest, Wiedel? Ich arbeite schon seit anderthalb Jahren, Alter. Meine Güte. Ah. Anderthalb Jahre, Junge. Außerdem habe ich seit dreieinhalb Jahren eine Freundin plus Vollzeitjob. Also ich habe eigentlich zwei Vollzeitjobs. Da ist dann nicht mehr so viel Zeit für Streamerei. Aber es wird bald wieder mehr. So, Doppeldrop hat er hier aber kurz eventuell gesehen. Der Zerg moved auch so ein bisschen die Roaches rüber. Ja, also hat das gesehen. Und ja, da ist dann natürlich hier... Ist auch immer sehr verdächtig, wenn man dann weiß, ich weiß jetzt nicht, wo er gescannt hat. Aber wenn er zufällig hinten irgendwo gescannt haben sollte... Ja, da kommt er jetzt hier reingeflogen, hier mit Meranern hier, mit 1-0 gegen die 0-1 Roach, ein Marauder und das Helion, natürlich. Das reicht nicht, nur ein Marauder, die Marines hat aber zu schwach. Too weak. Against the Roaches here, no strong, no chance here. Ah, schade. Ja, ich habe mal schöne Urlaubsbilder gezeigt, ja, das ist aber schon zwei Jahre her. Wir fahren auch bald wieder in die Nähe von da, wo wir im Urlaub waren. Wir fahren nämlich an Weihnachten fahren wir nach Lübeck an der Ostsee in das Ferienhaus von Flameburst. Falls Flameburst nur einer kennt aus der Community. Der alte Fahrlehrer und der hat auch viele Overlays und Grafiken für mich gemacht. Nach ungefähr 10 Versuchen war dann einmal was Gutes dabei. Und ja, da fahren wir hin. Ja, Marines und Liberator und damit ist alles gesagt, Dobby. Dobby-Mäuschen. Ja, Double eBay Armory für weitere Upgrades. Er hat jetzt hier 1-1 auf dem Bio, der Zerg schon 2-2 Melee. Also er hat Roachling, also Speedling Roach quasi. Also er hat ganz viele Roaches und ganz wenig Ling, für die er eigentlich die Upgrades macht. Das ist ein bisschen komisch. Ah, ein Liberator hier und Fires. Super strong to 85 damage here for everything. Und jetzt ein Ravager. Ja, Weltenbummler muss schon wieder los, aber er muss lernen, Popernen. Ja, lernen ist wichtig. Und jetzt gibt es hier Corrosive bei und das ist sehr strong. Aber die Marines sind stronger.
und pushen hier den Woodrow's back into his sonst nicht wo. Dann müsste man nachrücken hier und hier ein bisschen Micro. Aber es reicht auch mit den Marines alone hier. Das ist halt das Problem. Er hat jetzt hier gleich gute 2-2 auf den Melee, aber hier die Rogers haben 0-0 gegen hier. Also das ist ja wohl ganz komisch, was der hier macht. Ah, jetzt kommt auch der Liberator nach. Hier ist zu viel gestimmt und noch wenig Medi. Oh, da kommen noch mehr Liberator hier. Wow. Ja, da muss man sich mal auf der Zunge zu gehen lassen. Die machen 85 Damage against everything. Aber jetzt kommt Corrosive bei und er kaputt. Oh, so many drones kaputt hier, 22. Jetzt make a Rückzug hier, back, ja. Das ist ein Rückzug auf Englisch. Go home. Ah, die hätte ich noch rausgehen nehmen, dann würde ich erstmal abhauen. Ah, 13 weitere Ravager. 2-2 angedrückt und jetzt gibt es hier noch mehr Melee, aber wer baut Roaches? Was soll denn das? Dann bau doch wenigstens Linge, wenn du hier Melee-Upgrades machst, Mann. Ja, Retreat. Ja, genau, Full Retreat hier gegen so viele Reavers hier. Da kannst du Ravager. Ja. Go home ist das neue Retreat. Back to the Shopper. Ja, rein in den Helikopter. Ja, der hätte viel mehr Units rausnehmen können. Also. Rausnehmen können im Sinne von retten können, nach Hause gehen, go home und so. Aber er hat immerhin die Echse gekillt, er hat 20 Worker gekillt, 30 sogar. Ist jetzt im Supply vorne, wenn er jetzt, ja, hier die vierte, es ist aber auch nur Platin. Ja, wenn er das alles jetzt schon gemacht hätte, wenn die vierte jetzt schon laufen würde, wenn jetzt hier weiteres Production schon stehen würde, dann wäre das Diamond, High Diamond. Aber für einen Platin ist das schon richtig geil, wie das jetzt hier macht. 130 RPM, der Platiner hier, der Diamond Zerg, muss ich lang machen. Jetzt baut er mal ein paar Linge, ja, toll. Oh, jetzt wird es trotzdem gefährlich, jetzt gibt es gleich Ultras. So, jetzt noch ein SCV, ich weiß gar nicht, was der hier vorne will. Kurze Kampfpause, nächste Butze hier. Wie viele Hütten hat er denn hier? 7. Ja, jetzt gibt's hier Adrenaline Glands, Chitin, Splating und dann sind natürlich gleich die Ultras ziemlich strong. Aber er hätte eigentlich, naja, will ich sagen, gewinnen können. Aber wenn er mal statt der ganzen Roaches mal Linge gebaut hätte oder sogar Banelinge oder sowas, wenn er schon die ganzen Milit-Upgrades bringt, naja, muss man nicht verstehen, ist halt Zerg, ne? Ist ja egal. So, Scan geht rein. Wo scannt er denn? Weiß ich nicht. Masmarana hier gegen Speedling Ravager. Habe ich eigentlich schon Legacy Multiplayer gespielt? Ja, Beta, ne? Aber seit es draußen ist noch nicht. Keine Zeit. Wie gesagt, Freundin, die kommt morgen schon. Die hat jetzt Donnerstag, also Frühschicht. Freitag, Samstag hat sie frei und dann kommt die morgen gleich schon hierher und dann, ja, bumsen. Dann muss ich morgen auch noch arbeiten, morgen go for SD2, morgen muss ich auch noch zum Arzt, Impfung, hier, Grippeschutz. Ja, puff, einfach weg. Die Steine, ich hab keinen Sound mehr. Einfach weg. Aha. Ja, mit dem Push kommt die vierte und, ist auch, gut dabei. Guck mal, yeah. Der dicke Terraball macht auch. Ja, so ein bisschen spreaden. Die Ultra ist natürlich jetzt hier auf einmal auf dem Fuß. Was ist das denn? 7. Ach ja, ist ja Legacy. Lächerlich. Marine macht 1. Schaden gegen Ultra. Ja, stimmt, der Ultra hat ja in Legacy hier ein leichtes Armor-Upgrade gekriegt. Noch fliegt doch weg! Lächerlich! Lächerlich!
Statt 5 hat er jetzt 7. Warum auch nicht? Warum nicht gleich 8? Dann macht man ihm gar keinen Schaden mehr. Ja, dafür sagt der Zerker, das ist doch Liberator jetzt. Was jammerst du denn? Ja, leider keine Planetary hier, das muss man sagen. Ja, ich hack dich zu Brei, denkt er sich. Liftigen brauche ich nicht. Warum denn auch? Sieht aus wie so eine Stimmgabel hinten dran, oder? So eine Doppel-Stimmgabel. Ja, auf der anderen Seite aber nochmal ein Mini-Drop. Naja, 16er ist schon nicht so wenig, aber gegen Ultra ist halt trotzdem scheiße. Also. Ne? Ja, die Marana hier. Schwupp, schwupp. Guck mal, wie weit er fliegt. Hier bis hier hinten wird er weggeschlagen. Das ist ein Link. Ja, zu Recht. Ekelhaft. Ja, Base kaputt. Brauche ich neue. Achso, die fliegen runter. Weiß gar nicht warum. SCV ist natürlich jetzt hier. Ja, hat vielleicht keine Kohlen mehr, der Terraner. Oh! War gut. 15, 8 Kills. Ah, hier, komm, Liberator Power. Come on, ey. Hau sie zum Brei, Junge. Ah, schade. Ja, Makia, wie hast du denn auf einmal wieder 50 zum Blei vorne? Wie geht das denn? Ja, die Ultras können ja nichts mehr machen gegen die Liberator. Wie die kleinen hacken. Ja, hier, guck mal hier, lächerlich. Lächerlich. Und dann ist der Zerg auf einmal auch am Arsch, weil nämlich diese Base hier irgendwie verschwunden ist. Die hier ist irgendwie weg, ich weiß gar nicht warum. Die war aber eben noch da. Und er hat ja hier auch Outmind, Mainbase sowieso. Hier unten, die war ja auch schon ein, zwei Mal hinüber. Warum die auf einmal weg ist, habe ich gar nicht mitgekriegt. Und hier hinten, hier, also das war ja hier Liberator Power. Die haben jetzt hier das Spiel gerettet. Denn mit dem, was am Boden ist, hätte er die ganzen Ultras hier nicht gekriegt. Und da halt keine Anti-Armor da mehr da war, konnten die Liberator, die machen natürlich richtig Radau. Ja, gegen die Ultralisken. Der Falke. Die Falkin, die Falköse. Oh, hier eine Falkmöse. Falkösen. Ja, Cyriak ist auch beleidigt wahrscheinlich. Cyriak, der darf ja nicht mehr mit Chantal streamen. Die macht jetzt immer mit der anderen da. War das nicht Cyriak? Der mit Sylvanas gemacht hat? Rumgemacht? Und Sylvanas macht ja jetzt nur noch mit hier. Komm gar nicht drauf. Mit Miezekotze. Ah, ihr Liberator. Es waren nochmal zwei rausgenommen hier durch die Corrosive Bio, aber jetzt sind halt hier die Marauder dabei. Und jetzt sind die Ultras ja alle weg, so können hier die Marauder abräumen. Ja, zack, spritze nochmal rein und dann ist hier ein geiles Game gleich vorbei. Die letzten Brocken fallen hier runter und dann ist auch nochmal eine neue CC hier am Start, beziehungsweise hier die aus der Natu. Auch das Main CC ist rausgeliftet. Und dann sagt Woodrose GG und der Platin-Spieler gewinnt hier gegen Diamond. Ist das nicht geil, Junge? Verdammt. Fett.